Merkmal, Vorteil, Nutzen. Oder wie Umberto gerne sagt, die Dreifaltigkeit des Verkaufs. Diese solltest du dir für jedes deiner Produkte detailliert aufnotieren. Wie du dabei vorgehen kannst, genau das zeigt dir Umberto Sachse heute in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß damit und wenn dir diese Videos gefallen, abonniere doch den Kanal. Klick auf die Glocke, dann bist du immer auf dem Laufenden. Umberto, du hast schöne Tabelle aufgezeichnet. Merkmal, Vorteil, Nutzen. Was hat es damit auf sich? Ganz viel. Ganz, ganz viel. Kein Mensch auf dieser Welt braucht ein Produkt. Niemand braucht eine Dienstleistung. Niemand ist an deiner Firma so oder auch an dir interessiert. Es geht um die Nutzen. Und die Nutzen schlussendlich kann man wieder so ein bisschen aufteilen. Das heißt, jede Firma, jedes Produkt, jede Dienstleistung hat gewisse Merkmale. Zum Beispiel, ein Auto hat ein 8-Gang-Getriebe. Das ist ein Merkmal, 8-Gang. Jetzt kann man im Verkauf sagen, schauen Sie, ich habe ein 8-Gang-Getriebe. Und jetzt, Menschen sind denkfaul. 8-Gang-Getriebe, was bringt das? Ja, er schaltet im besseren Bereich. Ja. Und was bringt das? Ja. Es ist komfortabler, weil es weniger ruckelt. Er läuft immer im optimalen Drehmoment. Das heißt weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Verschleiß vom Auto. Ja. Und jetzt, wenn du sagst, schauen Sie, das hat ein 8-Gang-Getriebe, ist dann sichergestellt, dass der Kunde automatisch diese zwei weiteren Dinge denkt. Da der Mensch heute mit Werbung überflutet wird, ja, sind die Menschen denkfaul geworden. Also darum ist es wichtig, dass du nicht nur das Merkmal sagst, sondern auch noch, was das Merkmal für einen Vorteil hat und was dieser Vorteil bringt. Und wenn du dir das angewöhnst, dann ist es einfach genial. Und jetzt, was dahinter noch eine Kolonne braucht, ist die Kontrollfrage. Das heißt, wenn du irgendetwas verkaufen möchtest, ja, kann sagen, schauen Sie, wir haben ein System, wo man Badezimmer, ja, innerhalb von einem Arbeitstag umbauen kann. Ja. Was hat das für einen Vorteil? Ja. Man hat viel weniger lang die Handwerker im Haus. Ja, man fühlt sich viel weniger gestört. Man kann schon einen Tag später kann man das Ganze wieder benutzen. Ja, ja. Und was nützt Ihnen, was nützt einem das? Ja, dass man schlussendlich in ganz kurzer Zeit sein Traumbad hat, ohne großen Stress und ohne die ganz vielen negativen Dinge, die sonst auf dem Bau passieren. Und jetzt kann ich meinen Kunden fragen, Sie, wenn Sie das Badezimmer umbauen, wenn es so was Schnelles geht, ja, macht das Sinn? Wenn er sagt, ja, okay, dann lohnt sich ja das genauer zu prüfen. Was passt ihm besser dann oder dann? Mit anderen Worten, es ist ganz wichtig, dass ich lerne, diese ganze Gleichung zu machen. Wenn ich mir das angewöhne mit der Kontrollfrage, dann erreiche ich nicht ein bisschen mehr im Verkauf, dann erreiche ich viel mehr im Verkauf.